Sehr geehrte, liebe Frau Kinski, sehr geehrte Damen und Herren, was tut jemand beim Hauptdienst im Murmelsaal und beim Nebendienst im Säuselsaal? Wie schreien Räbinnen? Was ist ein invasiver Neophyt? Ähnelt das Banat in Südosteuropa demjenigen im Mare Imbrium auf dem Mond? Welches Wort eignet sich als Synonym für Kribbe? Buhne, Höft, Schlänge oder Stack? Esther Kinskys Oeuvre konfrontiert uns mit diesen und vielen anderen Fragen. Sie alle öffnen Fenster auf etwas Unbekanntes, Ungewohntes, Fremdes. Und eben dieses Fremde ist ihr Metier. Denn Esther Kinski ist Schriftstellerin und Übersetzerin. Und in dieser Doppeleigenschaft hat sie das Deutsche nicht nur um seltene Wörter und die Literatur nicht nur um neue Vergleiche bereichert. Esther Kinski übersetzt aus dem Polnischen, aus dem Russischen und nicht zuletzt aus dem Englischen, das sie seit ihrer Jugend wie eine zweite Sprache beherrscht. Zu ihren slawischen Sprachen, auch das Serbo-Kroatische wäre noch zu nennen, hat sie sich noch das meist als unlernbar geltende Ungarisch angeeignet. Sie ist also Polyglott. Und das in einem bemerkenswert breiten Spektrum. Seit einigen Jahren aber widmet sich Esther Kinski zu unserem Glück vorrangig ihrem eigenen Schreiben, Gedichten, Romanen, essayistischen Texten und dem, was dieses Schreiben fördert und befördert, der Fotografie. Übersetzen, schreiben, sehen, das sind bei ihr drei gleichermaßen produktive Tätigkeiten. Würde nun jemand fragen, was diese drei, außer in der Person Esther Kinski, zusammenhält, dann würde ich sagen, es ist die Lyrik. Das klingt erst einmal nicht so sehr verwunderlich, denn Esther Kinski hat in den letzten Jahren mehrere Gedichtbände vorgelegt. 2010 die ungerührte Schrift des Jahres, 2012 Aufbruch nach Patagonien, 2013 Naturschutzgebiet. Sie übersetzt viel Lyrik und hat höchst instruktiv darüber geschrieben. Aber Lyrik ist auch dann Esther Kinskis Gravitationspunkt, wenn sie Prosa schreibt. In ihrem ersten Roman Sommerfrische von 2009, der vom Hochsommer in einer ungarischen Feriensiedlung handelt, im Roman Banatsko von 2011, einer Hommage an jene Gegend, die sich Rumänien, Serbien und Ungarn teilen, und in ihrem jüngsten, gleich vierfach preisgekrönten Roman Am Fluss von 2014. Mir scheint sogar, Lyrik sei auch die treibende Kraft, wenn Esther Kinski fotografiert und wenn sie ihre Texte mit Fotografien kombiniert. Ich behaupte also, Lyrikübertragung bildet für sie das Paradigma des Sprachtransfers schlechthin. Lyrik ist der Motor in ihrem eigenen Schreiben. Sie bestimmt ihr Wahrnehmen mit der Kamera in der Hand, ebenso wie das Betrachten eines fertigen Bildes. Und sie durchdringt ihr Erzählen in den Romanen, den einzelnen Satz, aber auch die Disposition des Ganzen. Dieses ähnelt einer sorgfältig komponierten Sammlung von Gedichten oder auch einem Album mit Fotografien, zwischen denen der Betrachter indes ein dichtes Gewebe von Querverweisen entdeckt. Woher kommt diese axiale Funktion der Lyrik? Bei Esther Kinski ist Lyrik offensichtlich nicht nur eine Gattung, sondern sie macht hier das Verhältnis zur Sprache schlechthin aus. Denn in der Lyrik ist Sprache selbst der Gegenstand der Aufmerksamkeit. Sie tritt nicht nur als Text auf, sondern wird vernehmlich als Textur, als Geflecht von Imaginationen, Tönen, Erinnerungen und nicht zuletzt, wirklich nicht zuletzt, als Rhythmus. Lyrik ist eine besondere Beziehung zur Sprache. Zur eigenen natürlich zuerst und eine höchst komplexe zu fremden Sprachen. Und zumindest für Literaturschreibende lässt sich diese Beziehung nicht auf eine von vielen Optionen reduzieren. Hier gilt vielmehr in eminentem Sinne, was wir alle abstrakt wissen, das Verhältnis zur Sprache ist dasjenige zur Welt. Für Poeten und Poetinnen bezeichnet dies ihre tagtäglich geübte Praxis und die gar nicht hintergehbare Bedingung ihres Tuns. Denn Lyrik hat eben darin ihre Raison d'être, dass ihr eigentümliches Sprechen eine eigene Welt erzeugt. Es spannt einen Raum auf, bringt zusammen, was sonst getrennt ist,
verschiebt Gewichte, sistiert Zeit und anderes mehr. Wenn du Lyrik übersetzt, hat damit in potenzierter Form zu tun. Er oder sie wechselt zwischen sprachlichen und kulturellen Welten hin und her und sondiert die Abstände zwischen ihnen. In diesem Transitraum, wie Esther Kinski das dazwischen nennt, spielt sich ihr Tun als Übersetzerin und als Poetin ab. Esther Kinski ist versierte Grenzgängerin, aber auch noch in ganz handfestem Sinne, nämlich als Bewohnerin sehr unterschiedlicher geografischer und soziokultureller Welten. Sehr jung ging sie nach Kanada, bis vor einiger Zeit lebte sie in London, aktuell ist ihr Wohnort Berlin, aber ein Refugium hat sie auch im ungarischen Batonja. Wer in ihrem Roman Banatsko von spärlich verkehrenden Zügen, Mohnfeld und Melonenwächter, Pferdewagen, einer aufgelassenen Fabrik, alles sagen nur das Werk, und vom Akkordeonspieler in der Kneipe liest, ahnt die Differenz, die sich zwischen den von Esther Kinski gewählten Lebensorten auftut. Deren Grammatik zu beherrschen, ist nicht weniger anspruchsvoll als die der Sprachen. In dem Roman Am Fluss heißt es, ich zitiere, die erste und stets gegenwärtige Grenze, die ich erlebte, war der Rhein. Esther Kinski stammt aus der Bonner Gegend, wuchs mit Blick auf den Petersberg auf und hat dann an der Universität Bonn studiert, was man hier nicht mehr studieren kann, Slawistik. Doch lange bevor sie sich professionell dem Schreiben und Übersetzen zuwandte, half ihr der Fluss dabei, sich über jene stets gegenwärtige Grenze hinwegzuträumen, indem sie sich nach allem Fluss abwärts zum Meer hingehenden sehnte. Der Roman, der in seinem eindrucksvollen Sprachstrom viel Autobiografisches mit sich führt, erzählt unter anderem von ihrer Kindheit an und mit diesem Fluss. An ihm verbrachte sie ungezählte Stunden und dem fotografierenden Vater diente er immer wieder als Kulisse fürs Familienalbum. Beim Spielen standen die Kinder auf den Kribben. Die Bugwellen der Kähne ließen sie fast bis an ihre Füße heranschwappen. Und just hier, in diesem Idyll, geschah es. Ein Kind riss der Fluss herunter. Er bewies seine Macht. Und diese Macht hat Esther Kinski ganz offenbar nicht mehr losgelassen. Flüsse neben dem Rhein, die Themse, der River Lee, die Theiß in Ungarn, der indische Huli, der Jarkon in Israel, Kleists Fluss, die Oder und andere sind die nichtmenschlichen Protagonisten in ihrem jüngsten Roman. Nicht weniger als 4 Auszeichnungen hat sie für dieses Buch erhalten, darunter letztes Jahr den Kranichsteiner Literaturpreis des Deutschen Literaturfonds Darmstadt und kürzlich den Adelbert von Chamisso-Preis der Robert-Bosch-Stiftung. Das Faszinosum Fluss hat irgendwie seinen Anfang mit dem Rhein genommen. Er tritt Esther Kinskis Buch in Beziehung zu anderen Flüssen ihres späteren Lebens und zu anderen Erinnerungen. Diese schichten sich übereinander wie die Fotos, die das erzählende Ich selbst anfertigt oder im Trödelladen ersteht oder irgendwo findet, die es sammelt und zum Anschauen vor sich aufstellt, um auf ihnen nachträglich zu entdecken, was es unabsichtlich mitfotografiert hat oder um zwischen den Konterfeis Unbekannter dann doch keine Geschichte zu entdecken. Der Antiroman, eine zum Flussdelta gewordene Lyrik, erzählt vom Unbelebten, von Zonen am Rand der Städte, die von Menschen aufgegeben wurden. Über einen Nichtort, wo die englische Metropole an ein Ende stößt, heißt es zum Beispiel, ich zitiere, am Fuß des Abhangs Bäume, der schmale Fluss, dahinter Schilf, Marschland, Gras, Weidenbäume. Die Strommasten, filigrane Riesen, breitbeinig und kopfarm, wie im Anmarsch auf die Stadt erstarrt. Nach Norden himmelfarbene Wasserspiegel der Sammelbecken. Zitat Ende. Die Kritik hat Am Fluss unter anderem als Nature Writing gerühmt und die Autorin zur Vertreterin dieser vor allem im angelsächsischen Raum prominenten Spielart von Literatur erklärt. Sicher kommt Esther Kinski in mancher Hinsicht dem von ihr übersetzten Henry Thoreau nahe.
Ihre Gedichtsammlung Naturschutzgebiet, die mit menschenlosen Fotografien von der ungebürsteten Parkumgebung des Berliner Oskar-Helene-Heims einhergeht, zitiert als Motto einen Satz aus den Journals des Amerikaners. Vom langsamen Aufblühen des Eisenkrauts sagt Thoreau da, ich zitiere, "It has a story." Aber Esther Kinskys Gegenstand ist nicht eigentlich die Natur, jedenfalls nicht die ohne menschliche Spuren, sondern es sind die am Biegen zwischen Natur und Artefakt oszillierenden Dinge, das Ineinander von Wildnis und Zähmnis, das entnutzte Gerät und das gestörte Gelände empfiehlt ihre nuancenreiche Sprache unserer Aufmerksamkeit. Trotz der Zuwendung zum Ambiente geht es am Fluss aber doch auch um Menschen und allemal um die Schreiberin selbst, um ihr Leben in London, um seltsame Jobs, bizarre Begegnungen, um ihr tägliches, zielloses Herumgehen beim langen Abschied von der Metropole. Und ironisch erfüllt Esther Kinski auch das Leserbegehren nach Urszenen ihres Schriftstellerinwerdens. Das Thema Fluss und seine Beziehung zur Sprache beginnen nämlich schon mit den Äußerungen der Großmütter. Da gab es das Lied von den unüberwindlich getrennten Königskindern. Und es gab einen Streit mit Tradition. Von den Großmüttern hatte die eine an einem großen, bedeutenden, die andere an einem kleinen, unbedeutenden Wasserweg gelebt. Und so stritten sie darüber, wann überhaupt von Flüsschen, Bach, Fluss oder Strom die Rede sein könnte. Offenbar fehlte es dabei nicht nur an sprachlicher Übereinkunft, sondern auch beider Flussbilder im Kopf waren inkompatibel. Anders gesagt, es tat sich eine kulturelle Differenz auf. Ich selbst habe einen nordbrasilianischen Freund, der seit langem vorhat, einmal mit dem Schiff dorthin zu fahren, wo der Amazonas 1 Kilometer breit ist. Das ist die schmalste Stelle. Den Flussdisput in ihrer Familie hat Esther Kinski salomonisch entschieden. Sie hat nämlich unbezweifelbar gezeigt, dass es auf die Breite eines Flusses nicht ankommt, wenn es gilt, Worte für ihn zu finden. Und was die düstere Mär vom viel zu tiefen Wasser anbelangt, so kann man sagen, Esther Kinski hatte sich mit ihren Übersetzungen zur Lebensaufgabe gemacht, Gegenbeweise zu liefern. Denn freilich ist das Ufer der anderen Sprache fern. Aber die nie sich schließende Kluft dazwischen ist laut Esther Kinski bei Gedichtübersetzungen ein integraler Bestandteil des entstandenen Paares aus dem Original und seinem anderssprachigen Doppel, wobei die Übersetzung überhaupt erst das Original hervorbringt. Für eminente Leistungen dieser Art hat Esther Kinski 2009 den renommierten Paul-Celan-Preis des Deutschen Literaturfonds erhalten. In dem Band Fremdsprechen, Gedanken zum Übersetzen von 2013 handelt Esther Kinski eindrucksvoll von den Rückwirkungen der fremden Sprache auf die eigene. Zum Beispiel, ich zitiere, "Was heißt es für meine kurze Aussage, ich ging fort, wenn ich eine Sprache kenne, in der es verschiedene Verben für gehen gibt, deren Gebrauch sich danach richtet, ob ich mehrmals gehe oder ob ich einen kurzen Weg zurücklege, mit Ziel, ohne Ziel, und ob ich das Ankommen mit einkalkuliere. Jedes solche Wissen um anderes schafft eine Distanz zum eigenen." Zitat Ende. Bei der Rede von den Farben, bei der Zeitlichkeit der Verben tun sich kulturelle Unterschiede auf. Aber auch, ich zitiere noch einmal, "die Wucht der einfachen Wörter ist nicht zu unterschätzen." Zitat Ende. Und nicht zuletzt will das in einem Text Unausgesprochene übersetzt sein. Ich zitiere, "Zum Fremdsprechen gehört auch das Fremdschweigen." Zitat Ende. Diese Überlegungen bieten meines Erachtens etwas wie die Poetik von Esther Kinskys Schreiben. Die Abstände zu deutschen Formulierungen, die sich ihr durch die Kenntnis anderer Sprachen auftun, sind auch und gerade in ihren eigenen Texten zu spüren. "Manche Gegenden in Osteuropa", erzählt sie, "breiten sich so endlos flach in der Ebene aus, dass man einen Zug 2 Stunden lang näher kommen sieht." Etwas davon hat Esther Kinski in die Sprache hineingetragen.
Großen Dank für diese Weitung unseres Idioms und unseres Horizonts. Liebe Frau Kinski, wir sind nun gespannt, in welches fremdvertraute Gebiet Sie heute Abend und im Jahr Ihrer Poetikdozentur hier mit Ihren Worten, mit Ihren Worten gehen werden. Bevor wir Ihnen dorthin folgen, worauf wir uns freuen, wenden wir uns aber kurz zurück mit Ihnen, Frau Poschmann, und werfen einen Blick zurück auf das vergangene Jahr. Vielen Dank. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Esther Kinski, ich darf Ihnen eine kurze Zusammenfassung über den Verlauf der Thomas-Kling-Poetik-Dozentur im vergangenen Jahr geben. Mein Thema hieß Kunst der Unterscheidung, poetische Taxonomie, und ich verfolgte das Anliegen, meinen Seminarteilnehmern ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie sich bestimmte Gegenstände in der sogenannten Wirklichkeit und im Unterschied dazu in der Kunst ausnehmen. Konkret ging es im ersten Semester um Blumen, eins der ältesten poetischen Motive überhaupt, und im zweiten Semester um Pilze. Neben der Analyse von einschlägigen Texten der Weltliteratur hatten die Teilnehmer Gelegenheit, eigene literarische Arbeiten zu verfassen und zu diskutieren. Und darüber hinaus nutzte ich das großzügige Angebot, Gastreferenten einzuladen, um eine Konfrontation mit der biologisch-stofflichen Realität herbeizuführen. Ich hoffte, dass sich die Anschauung positiv auf die Qualität der selbstgeschriebenen Texte, auf das Reflexionsniveau und auf das Hintergrundwissen auswirken würde. Im Blumensemester konnte ich eine Ikebana-Lehrerin gewinnen, die bereit war, mit dem Seminar einen Workshop in der Kunst des Blumensteckens abzuhalten. Sie kam mit allen nötigen Gerätschaften, Blumenschalen, Blumenscheren, bleiernen Blumenigeln und Blumen als Arbeitsmaterial nach Bonn, und jeder hatte die Möglichkeit, sich an einem eigenen Ikebana-Gesteck zu versuchen. Anfangs waren die Studierenden sichtlich verwundert über den Aufwand und machten sich wohl auch Sorgen, wie sie es schaffen würden, 2 Stunden mit nichts als 3 kleinen Blumenstielen zu verbringen. Es war interessant zu beobachten, wie die Teilnehmer mehr und mehr fasziniert waren, als es ihnen gelang, die Schatten- und die Lichtseite von einem Zweig zu unterscheiden, als sie begannen, die Blumen auch in ihrer Raumwirkung und in ihren Proportionen aufzufassen und sich in die Einzelheiten vertieften. Den Studierenden machte es viel Freude, ein dreidimensionales, ästhetisches Gebilde zu kreieren. Vor allem aber machten sie die Erfahrung, dass die sinnliche Auseinandersetzung nicht nur einen intensiveren Zugang zur Blume an sich, sondern auch ein ganz neues Verständnis der Blumensymbolik und ihrer literarischen Tradition mit sich brachte. Bei den Pilzen war alles ganz anders. Der Pilz ist in der deutschen Literatur so gut wie gar nicht vertreten. Die wenigen Ausnahmen, Texte mikrophiler Dichter wie Peter Handke oder Jan Wagner, lasen wir im Seminar, aber von vornherein stand fest, Pilztexte müssen selber verfasst werden. Um hier eine Grundlage zu legen, fand im Kottenforst eine Pilzführung mit dem Experten Daniel Frank statt, dessen Schwerpunkt Giftpilze sind und der Uniklinik bei Vergiftungsnotfällen beispringt. Die Pilze in ihrer Ambivalenz, ihrer Verborgenheit, ihrer seltsamen Stellung zwischen Glück und Grusel, vielleicht auch das Fehlen einer literarischen Pilztradition, einer als autoritär aufgefassten Vorlage, entfesselten bei den Studierenden ein wahres Feuerwerk, wie man sagt, an Kreativität. Es wurden Abschlussarbeiten verfasst, die sich dem Pilzmyzel widmeten. Einen Hausschwammbefall mit einer Beziehung im Endstadium eng führten, den Fliegenpilz in der Kinderliteratur untersuchten oder die poetologische Funktion der Morchel bei Thomas Mann und Peter Sloterdijk. Ich
glaube, dass die Studierenden von der Poetikdozentur durchaus profitiert haben. Am Ende bleibt allerdings der Eindruck, dass ich es bin, die am meisten gelernt hat. Für diese Erfahrung danke ich der Kunststiftung NRW und der Universität Bonn ganz herzlich und wünsche dir, liebe Esther, ein ähnlich gutes, erfüllendes Jahr. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, ich stehe hier nicht ganz ohne beklommene Verwunderung und Reste von Irrtumsargwohn. Es ist viele Jahre her, dass ich an der Universität Bonn die akademischen Segel gestrichen habe. Ohne Abschluss, ohne Papier, dafür mit Akademieverdruss und der Absicht, mich rigoros dem zuzuwenden, was ich irrigerweise auf der Universität zu erlernen gehofft hatte, nämlich dem sprachlichen Verhandeln der Fremde. Ein wenig soll von den Erträgen dieses Verhandelns hier die Rede sein. Allerdings, obwohl schon die Worte Irrig und Irrtum gefallen sind, nicht in der Rolle des Irrgastes, den der Titel ankündigt. Zum Irrgast kommen wir später erst, zu diesem so geistesunwissenschaftlich oder ungeisteswissenschaftlich daherkommenden Wort, dessen Gebrauch bei den Zuhörern wiederum beklommene Verwunderung oder gar ihrerseits leisen Irrtumsargwohn wecken mag. Vom Verhandeln der Fremde also soll es hier handeln, und auch das ist keine akademisches Vertrauen erweckende Formulierung, verspricht keine akademietaugliche Form. Doch zum Reden bin ich hierher bestellt. Mit Rede betraut, Form wird sich finden, wird sich, muss sich mit der Fremde, in diesem Fall nur der bloßen Akademiefremde, aushandeln lassen. Dennoch, vorauseilende Bedenken wie die genannten erleichtern die Aufgabe nicht. Wörter, Worte, Sätze geraten ins Rutschen, entgleiten und wollen sich nicht fügen. Nichts liegt in einem solchen Fall näher als der Griff zu einem Buch, das meinem Gegenstand fernsteht. Zum Beispiel den Six Drawing Lessons des südafrikanischen Künstlers William Kentridge, die einladend und ablenkend bereitliegen. Die Erwartung näherer Kunde von Schattenfiguren wird zwar nicht getäuscht, doch zuvor noch erweist sich, dass mir das Schicksal hier mit ähnlicher Ironie, wie es mich als vorübergehend Lehrender an den Ort meines aufgegebenen studierten Lernens verschlagen hat, ein Buch in die Quere legt, das schon auf der ersten Seite eine Frage aufwirft, die mich gegenwärtig ganz direkt angeht. Kentridge's Drawing Lessons sind das Ergebnis seiner Vorlesungen im Rahmen der Norton Lectures. Gleich am Anfang seiner ersten Zeichenstunde schildert Kentridge eine kurze Unterhaltung mit seinem Vater. Auf die Nachricht, dass sein Sohn mit der angesehenen Vortragsreihe betraut ist, fragt der Vater kurz und nüchtern: "Well, have you got something to say?" Die Frage ist schlicht und naheliegend. Doch dadurch, dass sie sich in all ihrer Schlichtheit nicht nach dem Was, sondern nach dem Ob überhaupt erkundigt, deutet sie unvermittelt die Möglichkeit einer so grundsätzlichen Infragestellung an, dass eine Antwort auf sich warten lassen muss. Dem so Befragten verschlägt es erst einmal die Sprache und damit alles, was er meinte, zu sagen zu haben. Die Zunge fürchtet das Stolpern. Hat sie wirklich was zu sagen? Der Boden, auf dem sich das Sagen bewegen soll, muss jedenfalls abgeklopft werden. Auf diesem Umweg über ein dem Anschein nach abwegiges Buch stellt sich die Frage auch mir, wie von Ferne zugerufen: Hast du was zu sagen? An solcher Stelle, vor solchem Publikum studiert und studierend. Und nicht nur das, die Frage wirft auch den kurzen, kaum zu übersehenden Schatten einer zweiten Frage, die in demselben Worten steckt, nämlich: Was hat es zu sagen, was man zu sagen hat? Diese zweite, naturkundlich gesprochen perikryptische Frage steht im Raum, unausgesprochen und unbeantwortet. Doch sie bleibt relevant, verleiht der obersten, deckenden Frageschicht Nachdruck, lässt sich im Formulieren der Antwort auf diese erste Frage beim Abklopfen des Bodens der Rede ertasten, wie die halb verborgenen, knotigen Veilchenwurzeln unter den blauen Blumen.
Vielleicht wären zur Einführung jetzt legitimierend Definitionen angebracht. Ein Abstecken des Feldes der zu behandelnden Fremde. Positionsbestimmungen in Bezug auf Dichter und Dichtung. Auf einen Begriff der Übersetzung. Doch diese Art abrufbare Außenbeleuchtung, die das Innere im Dunkeln lässt, widerstrebt mir. Das gilt auch für den Begriff des Dichters als Rolle, gegen den ich mich lieber sträube. Er erscheint mir wie ein fadenscheiniges Tuch, das zu vielen Zwecken gedient hat, um noch zur Toga zu taugen. Und ich halte es lieber mit Wisława Szymborska und ihrem Satz, man ist kein Dichter, sondern man schreibt Gedichte. Um solche Gedichttexte soll es hier gehen. Um Texturen, die Sprache aus dem Zusammenhang der Übereinkünfte über Bedeutungen heben. Gedichte, die die Wörter auf das befragen, was sie in unterschiedlichem Licht betrachtet, zu sagen haben. Mir gefällt Thomas Klings Vergleich des Gedichts mit einer Mehrfachbelichtung. Ebenso wie der unerwartete Satz bei Kentridge, a poem is a condensed landscape. Poetikversuche jedoch, die ihre Betrachtung im Schein von kategorischen Schlaglichtern vornehmen, erscheinen mir fragwürdig und rufen den Zweifel an dem, was man, was es zu sagen hat, wieder auf. Jedes Gedicht entsteht nach seinen eigenen Gesetzen und schafft seinen eigenen Raum. Elizabeth Bishop, die sich nie auf das Formulieren einer Poetik einlassen wollte, beschied einen Frager, der sie um die Definition des Gedichtwerdens bedrängte, mit den Worten »You just know when it's finished«. Auf dieses Wissen muss man sich verlassen. Kentridge's »Six Drawing Lessons«, die nach Ablenkung aussahen, stellen sich als wegweisender Umweg heraus. Was man zu sagen hat, kann nur aus der eigenen Erfahrung erwachsen. Die Linie der Zeichnung, die Form, die die Sprache findet, sie sind vom eigenen Leben bestimmt. Die Gültigkeit des Gesagten misst sich an seiner Eigentümlichkeit. Keine teils holprigen, teils schlüpfrigen Pfade der Eigentlichkeit, sondern der Eigenheit. One loves only form, and form only comes into existence when the thing is born, born of yourself, wie es am Anfang der Maximum Poems von Charles Olson heißt. Fremdsprachen sind Teil meines Lebens gewesen, solange ich denken kann. Die Tatsache, dass die Dinge unterschiedliche Namen haben, auch wenn es eine Weile dauerte, bis ich mir diese Namen wirklich zu eigen machen konnte, war nichts, was erkannt oder begriffen werden musste. Das leise Nachahmen von Lauten und Lautfolgen, von denen ich nicht wusste, was sie bezeichneten, war die Einschlafübung meiner Kindheit. Die fremden Namen waren wie andere Ebenen, auf denen die Dinge existierten. Ebenen, in deren Licht die Dinge vielleicht anderen Zweck hatten, sich anders verhielten. Die unbenannte Welt war ein Brunnen der Möglichkeiten für die Dinge, die ihr Aussehen behielten, doch deren Art zu sein sich änderte. Mein deutscher Teller konnte unter seinem französischen Namen womöglich die Gesetze der Schwerkraft überwinden und wurde unter seinem italienischen Namen vielleicht gar ein perseuischer Diskus, den allein das Schicksal lenkte. Ein anderer Name verleiht den Dingen andere Wirkung und eine andere Art zu sein. Dieser andere Name kann den Umweg beschreiben, von dem aus man erst mit dem gewonnenen Abstand das Wesen des vertraut Benannten erkennt. Das, von dem ich andere Namen kenne, wird nie mehr nur ein Bild, nur einen Klang, nur ein Netz der Assoziationen festgelegt sein. Als verwandelnde Fremdsprachigkeit ähnlicher Art erfuhr ich auch die Gedichte, die ich als Jugendliche las. Die Gedichtsprache von Trakl und Lasker Schüler, von Bachmann, Eich oder Celan, schuf ihre Gültigkeit in ihrem eigenen Raum. Diese Fremdheit, diese Eigentümlichkeit mit ihrer Abgelegenheit vom Verständigungszweck war eine ähnliche Offenbarung wie die Lautwelt der Fremdsprachen in der Kindheit. Die Sprache dieser Gedichte kam, wie das Wort fremd eben sagt, von anderswo. Sie war an einem anderen Ort zu Hause, chez soi, also bei sich, als die Zwecksprache und ihr Meinen ein anderes, das zugänglich wird, indem man sich auf den vom Gedicht geschaffenen Raum einlässt. Den Klangraum, den Wahrnehmungsraum. Die Wörter öffneten Türen in andere Zusammenhänge von Bildern und Klängen und das Erkunden dieser Zusammenhänge erfordert Umwege. Gedichte übersetzen nicht die Welt, wie es oft so großmütig aus dem Munde von allgemeinen Übersetzungsfreunden etwas irreführend heißt,
Sie übertragen die Wörter, die wir alle kennen, aus dem vertrauten Gebrauch auf eine Ebene anderer Kontexte, die zu entziffern sind. Ich denke an Thomas Klings Gedicht über das Bild Finden 2, dessen erste drei Zeilen lauten: Aber Sprache, aber Sprache, aber Sprache. Vielleicht ist es weniger eine Fremd- als eine Abersprache, die das Gedicht kennzeichnet. Eine Unterwanderungs- und Infragestellungssprache, die falsche Freunde aufruft, entlarvt, miteinander ins Gespräch bringt, ein Netz der Bezüge zwischen den verschiedenen Bedeutungs- und Assoziationsebenen knüpft, eine Sprache, die widersprechend und subversiv umbenennt, indem sie den Wörtern neue Rollen zuweist. Eine solche Abersprache passt auch zum Gedicht als Mehrfachbelichtung, in der die Schichtung der Abbildungen andere, neue, verborgene und unverhoffte Verbindungen offenlegt und knüpft. Der Prozess wiederholter Versehrung von Oberfläche, sei es durchs Schleifen, Schürfen und Stümmeln vertrauter Wörter, sei es durch mehrfache Aussetzung der empfindlichen Papierfläche ans Licht, bewirkt die Fremde, die zur Fremde verdichtete Sprachlandschaft, die Condensed Landscape, die zur Entzifferung einlädt. Unlösbar verbunden damit die Form, der Zeilenfall, der Rhythmus, der Atem, wie es bei Olson heißt. Das vom Herz diktierte Metrum, das, so Olson, dem Ohr, dem Hörorgan als Vertreter des Geistes, die Form zuträgt, in der das Gedicht zu lesen und vor allem vorzutragen ist. Von unterschiedlichen Punkten kommend, treffen sich Kling und Olson in ihrer Erkenntnis der Notwendigkeit des Vortrags, der die erste Übersetzung ist, die das Gedicht erfährt. Der Vortrag ist Interpretation im Sinne von Um- oder Übersetzung des Textes, die Überführung in ein anderes Medium durch die Verwandlung des Lesestoffs, der Worttextur in der Niederschrift, in die Lesung, den Vortrag als Klangstruktur. Jeder Vortrag ist eine solche Übersetzung, auch wenn sie nicht durch den Autor geschieht, der freilich für die autorisierte Übersetzung sorgt. Jeder Lautleser verwandelt Textur in Klang, versieht sie mit seiner Stimme und seinem Rhythmus und macht sich damit die Fremdsprachigkeit des Gedichtes zu eigen. Vor einiger Zeit habe ich gelernt, dass es einen alten persischen Spruch für Vortragende von Dichtung gibt. Die vorzutragenden Worte sollen behandelt werden wie ein Gast auf den Lippen. Zuvorkommend wie der Fremde, der von anderswoher gekommene, der anderswo beheimatete, den man beherbergt und dem man im eigenen einen Platz zugesteht. Das Gedicht als Gast, der einen Weg zurückgelegt hat, der aus einem anderswoher kommt, ist ein Bild, das sich an jeden Übersetzer richtet, im Vortrag wie im Text. Wie verträgt sich dieser Gast mit dem Gedicht als Condensed Landscape, wie es bei Kentridge heißt? Auch die verdichtete Landschaft hat einen Prozess hinter sich, einen Weg, der ihr Fremdheit, Andersheit verliehen hat. Eine verdichtete Landschaft kann keine Landschaft der vertrauten Orientierungspunkte in der Welt der Zweckzusammenhänge sein. Dem Originalen Condensed als verdichtet kann man keine Anspielung auf das Gedicht als Poem andichten, keine im Wort liegende Wirkungshascherei. Hier geht es um einen Aggregatzustand oder vielmehr den Abschluss des Übergangs vom einen Aggregatzustand in den anderen. Das Gedicht als eine aus der gasförmigen Luftspiegelung, der zitternden, durchsichtigen Vision übersetzte Landschaft der fließenden Schrift. Verdichtet ist nicht verfestigt. Die Condensed Landscape ist nicht erstarrt, das Gedicht behält Spielraum, Bewegung, zum Beispiel für den Transport der Klingschen Botenstoffe. Ein wenig Hermes, ein wenig naturkundliche Chemie, in jedem Fall aber wieder das Moment der Übertragung. Boten pendeln zwischen Aufbruch und Ankunft. Sie sind auf dem Weg. Botenstoffe vermitteln zwischen den Ebenen der Wörter, zwischen den Schichten der Mehrfachbelichtung, zwischen Text und Leser, zwischen Stimme und Wort. Doch wie verfährt man mit diesen Botenstoffen bei der Übersetzung in eine ganz andere Sprache? Was geschieht bei einem solchen Herüberholen aus der Fremde mit der dem Text anhaftenden Abersprachlichkeit?
Im Unterschied zum übersetzenden Vortrag ist das Übersetzen in eine andere Sprache ein Handanliegen an das Gedicht. Ein Übergriff, der die ganze Textur und Struktur des Gedichtes betrifft, zudem ein Akt, der aus einer Absicht heraus geschieht, der gelegentlich einen Zweck, zumindest aber ein Ziel im Auge hat und sich schon dadurch von der Entstehungsweise des Gedichts unterscheidet. Die Absicht wird kaum jeder Impuls für ein gutes Gedicht sein, wie in jeder Kunst, liegen Auftrag und Absicht im Widerstreit mit dem, was aus dem Inneren gehoben wird. Aus dem, was in Anton Reiser die Vorstellungskraft heißt, was man heute vielleicht mit dem allerdings etwas diskreditierten Begriff des Authentischen bedenkt. Thomas Kling bezieht sich auf das Bild des Bergwerks. Das Schürfen im Innern mit sämtlichem Zubehör von Hämmern und Loren, ein schönes Gegenstück zu Kentridges Mine, dem Bild vom Bergwerk und dem vom Bergbau versehrten, gestörten Gelände um Johannesburg, ein Bild, das mit der Doppelbedeutung von Mine als Bergwerk und als Meines spielt, wenn es um das Eigenste in der Kunst geht, das schürfend ans Licht geholt werden muss. The form born out of yourself. Wer sich ans Übersetzen von Gedichten macht, wird auch ums Schürfen nicht herumkommen, ums Ausloten von Tiefen und Proben aus Sprachgestein. Und auch der Übersetzer tut das meistens aus einer Neigung, die mehr im eigenen Leben und Wahrnehmen verankert ist, als im äußeren Zwang. Doch er orientiert sich an etwas, was außerhalb existiert. In ständiger Zwiesprache mit dem Original ist der Übersetzer auf der umwegsamen Suche nach einem Klang und Bildraum, der sich als Erwiderung auf die Beschaffenheit der Mehrfachbelichtung, der Oberflächenversehrung artikuliert. Er nähert sich von außen an, schon in dem Wissen, dass die Gestalt seiner Übersetzung sich von dem Original so wesentlich unterscheiden wird, dass man nicht mehr von diesem betreffenden Gedicht in anderer Sprache reden kann. Es bleibt ein Gedicht, das versteht sich, und es bleibt auch in unauflöslichem Bezug zum Original. Doch die Stimme ist eine andere, womöglich die bei Kling so benannte Widertonstimme, die, und das kann eines der wenigen Kriterien für eine sogenannte gute Übersetzung sein, in ähnlicher Intensität als Träger der Botenstoffe fungiert, wie Stimme und Ton des originalen Gedichts. Die Intensität, der Grad der Dichte, ist das verlässlichste Kriterium des Vergleichs zwischen Original und Übersetzung und leugnet nicht die Kluft, die unweigerlich vorhanden ist und bleibt. Die Übersetzungsarbeit im Bewusstsein dieser Kluft ist in erster Linie mit der Sprache als Material befasst. Jede Sprache hat ihre eigenen Möglichkeiten und es ist am Übersetzer, diese so einzusetzen, dass vielleicht nicht die Art der originalen Idiosynkrasie erhalten bleiben kann, wohl aber der Grad der Eigentümlichkeit. Wie jede Arbeit an Klüften hat das ganze Unterfangen der Gedichtübersetzung etwas Halsbrecherisches, an Rissen entlang, über Risse hinweg, die sich bei jedem Gedicht aufs Neue mit all den ausprobierten, erkundeten, verworfenen, aber dennoch blütetreibenden Wörtern, Wortschnitzen, Satzfetzen füllen, das ist der Boden, auf dem die Übersetzung gedeiht. Die Hoffnung auf Gelingen wächst mit den Schichten der Verwerfungen, auch das ein klingischer Topos, der verworfenen Möglichkeiten mit dem im Laufe der Arbeit abgerieselten, losgetretenen Sprachgeröll. Der Übersetzer bearbeitet die Textur, die Gesteinsschichten des Berges, in dessen Inneren der dichtende Sondengänger auf seiner Materialsuche gewesen ist. Wie breit, wie tief die Kluft zwischen Original und Übersetzung bleibt, bleiben darf, bestimmt sich mit jedem Gedicht und jeder Übersetzung neu. In jedem Fall aber bleibt sie ein integraler Bestandteil des entstandenen Paares von Original und Übersetzung. Zeichen der gegenseitigen Fremde, ohne welche die Sprache unfruchtbar würde. Die Kluft bleibt allerdings auch eine untilgbare Kerbe, in die jeder schlagen mag, der dem Übersetzer am Zeug flicken und dazu aus dieser Kluft und Grenze die Spuren von Untreue gegenüber dem Original herauslesen will. Doch was heißt schon Treue oder Untreue?
Solche Begriffe nehmen eine Festgelegtheit der poetischen Aussage an, der sich die Gedichte, von denen hier die Rede ist, entziehen. Michael Hamburger, der englische Dichter deutscher Herkunft, der von Jugend an Gedichte aus seiner Muttersprache in die seine Heimatsprache übertrug, erklärte die Übersetzung zu einem Akt der Verweigerung der Eindeutigkeit der einen Lesart. Die poetische Sprache hat durch ihre Eigentümlichkeit eine Präzision, die sie jeder auf Konsens beruhenden Bezeichnung überlegen macht. Sie schafft den Raum ihrer Geltung, doch nicht auf dem Wege der Eindeutigkeit. Das Wesen der poetischen Sprache ist ja eben ihre Deutbarkeit für den Leser und in besonderem Maße für den Übersetzer. Ihre Genauigkeit, so Hamburger, dient der Bewahrung der Schwankungen, der Offenheit, der Vieldeutigkeit. Diese Schwankungen, diese Offenheit und Vieldeutigkeit sind es allerdings auch, die bereitwillige Kritiker so eifrig nach den Spuren sogenannter Untreue suchen lassen und allgemein Gedichten den Ruf der Kaum- oder Nicht-Übersetzbarkeit einbringen. Doch wie lässt sich Übersetzbarkeit oder Unübersetzbarkeit bestimmen? Woran soll sie sich messen lassen? Die Beschaffenheit jeder Sprache ist unterschiedlich, es gibt Inkongruenzen. Doch kann man nicht von einer grundsätzlichen Unvereinbarkeit der Sprachen ausgehen, die eine Unübersetzbarkeit begründen könnte. Gewiss, Wörter schaffen unterschiedliche Kontexte, sind unterschiedlich lesbar in den einzelnen Sprachen. Es verhält sich wie mit der kindlichen Fremdsprachenwahrnehmung. Ein anderer Name verleiht den Dingen andere Wirkung und eine andere Art zu sein. Doch eine solche Inkongruenz der Bilder und ihrer Umfelder in zwei unterschiedlichen Sprachen bedeutet keine Differenz der poetischen Intensität. Anstatt Übersetzbarkeit in Frage zu stellen, könnte man von der Unübersetztheit sprechen, von den deckungsungleichen Rändern, die um die Schnittmenge des Übersetzten bleiben, Flächen, die markieren, was im Original zurückbleibt, aber auch das, was möglicherweise in der Übersetzung neu hinzugewonnen wird. Aus dem unmöglichen Unternehmen muss der Übersetzer eine Kunst des Möglichen machen, sagt Hamburger. Diese Kunst liegt in der Umbenennung des Raumes der Condensed Landscape, die im Kontext der neuen Namen andere Gestalt annehmen wird, doch den Grad ihrer Dichte behalten soll. Die Übersetzung tritt aus der fließenden Suche nach der möglichen Version in den Aggregatzustand der Verdichtung ein. Die schließlich verdichtete Version findet ihren Ort neben der ursprünglichen Vision, wobei letzterer Begriff natürlich abseits von jedem spirituellen Kontext zu verstehen ist. Das originale Gedicht als Vision entsteht aus einem unmittelbaren sprachlichen Sich-Einlassen auf die Welt, die Übersetzung als Version aus dem Sich-Einlassen auf das bestehende Gedicht und seine Form. Es ist ein langwieriger und zuweilen mühsamer Prozess, dieses Finden der Namen im Schatten des Originals. One loves only form, sagt Olson, und stets ist die Frage gegenwärtig, wie verhält sich die Form der Übersetzung zu der des Originals, wo bricht und bröckelt dieses Verhältnis, wenn es darum geht, das Authentische einzubringen, das aus dem Selbst kommt. Aus dem Schatten des Originals verhilft der Version erst die Frage nach dem, was denn die Ursprünglichkeit, die Originalität ausmacht. Das Konzept des Originals setzt ja die Existenz eines Abbilds, einer Version, einer Umsetzung oder auch Übersetzung voraus. Wie der Dichter und Übersetzer Ian Galbraith schreibt, wird ein Text erst durch eine solche andere Version, also die Übersetzung, zum Original, welches fortan in dieser Beziehung zu seiner Um- und Übersetzung existieren wird. Ich zitiere: Nur die Ergänzung durch die Übersetzung schafft jene Spannung, die für das Überleben eines bisher nicht übersetzten Textes unerlässlich ist, nämlich nie wieder single, sondern nur mehr ursprünglich oder original zu sein, heißt es bei Ian Galbraith. So betrachtet stehen Vision und Version einander in anderem Licht gegenüber. Die Version tritt aus dem Schatten der Vision als Gedicht, das sich vom Original herschreibt, aber dem Übersetzer als Urheber zuzuschreiben ist.
Damit kommt dem Übersetzer des Gedichts eine Rolle zu, die selten von außen erkannt wird. Neben aller Auseinandersetzung mit dem Fremden des Textes schafft er durch das Heben der unbenannten Form in seiner Sprache eine Version, durch welche die ursprüngliche Form die Autorität des Originalen erlangt. Die Betonung muss auf Version bleiben. Für die Übersetzung wird Elizabeth Bishops »You just know when it's finished« nicht gelten. Sie hat Geltung als Version, deren Bezugspunkt immer das Original bleibt, jedoch nie die Endgültigkeit der Vision, die gerade in ihrer Festgeschriebenheit immer durch ihre Offenheit für neue Lesarten und neue übersetzerische Versionen bestimmt ist. Dies alles nun hört sich sehr theoretisch an, obwohl es doch auch, und das sei ganz im Sinne Olsons verstanden, um eine Sache des Herzens geht. Das Erfassen des Abersprachlichen im Gedicht, das Erkunden der verschiedenen Belichtungsschichten für eine Übertragung braucht, wie das Dichten selbst, mehr als Theorie und eine analytische Auseinandersetzung mit dem Material. Die Stufen der Freisetzung der Übersetzung, denn so möchte ich diesen Prozess einmal nennen, lassen sich eigentlich nur praktisch darstellen. Das Ausprobieren von Tönen gehört dazu, verzweifeltes Auf- und Abschreiten, Verwerfen und wieder hervorkramen, lauter Handlungen, die hier als Vorführung keinen Platz haben. Nicht nur deshalb, weil es an Zeit mangelt, sondern auch deshalb, weil es ganz außerhalb vom Sagen und zu sagen haben liegt. Doch möchte ich von einer persönlichen Erfahrung mit dem Übersetzen erzählen, von einem Einsichtsprozess, den ich selbst vor kurzem erlebt habe, und zwar nicht als Übersetzende, sondern als Übersetzte. Meistens ist ja nur die Rede vom Herüber, vom Vorgang des Holens in eine Sprache. Ein Autor jedoch, der die Übersetzungssprache beherrscht, ist wahrscheinlich immer versucht, auch beim Hinüberschaffen aus der eigenen Sprache hinaus behilflich zu sein. Meine Gedichte nun waren einem Lyriker und Übersetzer in die Hände gegeben, den ich sehr schätze und dem ich vertraue. Erste Fragen kamen, ich schrieb Antworten, Fußnoten zu Antworten, Nachträge zu Antworten, bis ich auf dem besten Wege war, dem Übersetzer und mir selbst meine Gedichte in Einzelheiten zu zerpflücken, die vorher nicht als solche dagewesen waren, weil eben das Gedicht als Ganzes entsteht und auch als Ganzes für die Übersetzung erfasst und begriffen werden muss. Je seul la clé de cette parade sauvage, ich allein habe den Schlüssel zu dieser wüsten Parade, heißt ein Satz in Rimbauds Gedicht Parade. Als brüste sich der Dichter mit einem exklusiven Wissen, mit dem Privileg des alleinigen Zugangs zu seinem Text. Doch so ist es nicht. Zumindest nicht, wenn der Autor selbst versucht, sich dieses Schlüssels nachträglich und ausdrücklich zu bedienen. Mit dem Versuch, die Belichtungsschichten einzeln abzutrennen und zu untersuchen, richtet man nur Schaden an. Dieser Schaden kann für den Autor noch größer sein als für den Übersetzer, weil plötzlich etwas zu bewusst wird oder weil das durch zu viele Erklärungen konstruierte Bewusstsein den Text aus jenem Gleichgewicht bringt, welches allein, um noch einmal mit Olson zu sprechen, das Zusammenwirken von Herz und Ohr herstellen kann. Nur als ein solches Ganzes kann es vom Übersetzer erschlossen werden, und der Schlüssel, den sich der Übersetzer erliest und erdeutet, ist für seine Arbeit wichtiger als der des Autors. Wie aber steht nun das übersetzte Gedicht im poetischen Kontext der neuen Sprache? Welchen Platz findet diese Version einer fremden Vision neben den Originalen, die möglicherweise noch unübersetzt, noch gar keine solchen sind? Nach einigem Umweg bringt uns diese Frage nun endlich zum Irrgast, dem rätselhaften Titelgeschöpf. Der Irrgast ist ein Begriff aus der Naturkunde und bezeichnet Tiere oder Pflanzen, die in der Fremde Fuß gefasst haben. Exemplare einer Art, die sich in fortpflanzungsfähige Konstellation aus ihrem angestammten Lebensraum verirrt haben und am neuen Ort lernen, zu gedeihen, ohne sich mit einheimischen, mehr oder weniger entfernten, verwandten Arten zu vermischen. Den Griff in den Vorrat naturkundlicher Begriffe und Vorbilder hat schon der polnische Lyriker Dariusz Sosnicki
bei seiner Auseinandersetzung mit übersetzten Gedichten getan, in der er sich auf den Uchekinyers Uprav bezieht. Während die korrekte naturkundliche Übersetzung dieses Begriffs auf Deutsch als invasiver Neophyt daherkommt, ist es wörtlich im Polnischen ein aus einer Kultur flüchtiger. Wo wir im Deutschen ein Fremdwort aus der Botanik sehen, das durch das Beiwort invasiv unweigerlich unangenehme Assoziationen weckt, sehen wir im Polnischen Uciekinier ein Wort, das eindeutig mit Flucht assoziiert ist. Ein Flüchtling, kein Eindringling, ein Wesen auf der Suche nach Unterschlupf. Dazu dann Uprava, was Kultur bedeutet, allerdings im biologisch-landwirtschaftlichen Sinne von Anbau. Vergessen wir einmal den Eindringling im Deutschen und bleiben wir bei dem Bild des Flüchtlings. Übersetzt man nun dieses Uprava korrekt mit dem ambivalenten Begriff Kultur, entsteht im Deutschen eine Doppelbödigkeit, die auf diesem kleinen Umweg des flüchtigen Unterschlupf in einer anderen Sprache suchenden Gedichts wieder zur Dichtung als Konsensunterwanderung zurückführt. Doch besser noch als der Flüchtling gefällt mir das Wort Irrgast, der verirrte Fremdling, der in der neuen Sprache zu begrüßen ist. Gast auf den Lippen sein mag, ein Text, der einen neuen Kontext schaffen kann. Ein klassischer Irrgast ist in der Naturkunde ist beispielsweise die Pallasammer, eine sibirische Ammernart, den hiesigen Rohrammern ähnlich, die es in einzelnen Paaren hier und da nach Westeuropa verschlagen hat. Benannt ist die Pallasammer nach ihrem Entdecker, dem Naturkundler Peter Simon Pallas, ein Wunderkind an der Akademie der Wissenschaften in Berlin, der von der Zarin Katharina der Großen nach Russland abgeworben wurde. Dort nahm Pallas an einer Expedition nach Sibirien teil, in deren Verlauf er auf diese kleine graubraune Ammernart stieß, die daraufhin seinen Namen bekam. Die Expedition, die der Erfassung aller natürlichen Dinge im kalten, reichen Sibirien galt, war ein groß angelegtes Unternehmen mit dem Ziel der Umbenennung eines Teils der Welt, wobei mit der neuen Benennung natürlich auch eine Art Aneignung, ein Machtanspruch auf Eigentum verbunden war. Umbenennen hat etwas von einem Zaubertrick, den man fast kindlich nennen könnte, wenn er nicht oft zu folgenreich wäre. Was ich mit meinem Namen belege, ist in meines verwandelt. So wie das übersetzte Gedicht vom Übersetzer umbenannt auch diesem zuzuschreiben ist. Das Gedicht als Irrgast nun. Ein Gedicht, das in der Sprache, in die es übersetzt wurde, ein Eigenleben führt und möglicherweise sogar mit den Originalen der Sprache, in die es übersetzt ist, in eine Zwiesprache tritt, als Version Teil dieser Sprache der Dichtung und Bezugspunkt für zukünftige Visionen wird, auch wenn ihm selbst weiterhin etwas vom Fremdling anhaftet. Ein Beispiel im Deutschen wären Pindars Oden in Hölderlins Übersetzung oder einzelne Sonette von Shakespeare. Etwas näher eingehen möchte ich jedoch auf einen Irrgast in eine andere Richtung, der sich auf Farsi so anhört. درخت گردو با هزاران برگهایش می درخشد. برگی در شراب من می افتد. هوا خفه است. بوی برگ و طوفان می دهد. برگ مانند کشتی کوچکی در روی شراب پیش می رود. آن طرف در روی رودخانه یک غرش لطیف. آه این برگ سبز. من او را از میان شرابم بیرون می آورم. شراب کمی تلخ شده. مزه گردو می دهد. کمی تلخی حق دارد در همه چیز وجود داشته باشد. در حرف درست و در گوشه بو و در بوسه عشق. پس چرا در شراب نباشد؟ Und so lautet das Gedicht im Original. Der Nussbaum glänzt mit allen tausend Blättern, es fällt ein Blatt herab mir in den Wein. Die Luft ist dumpf, es riecht nach Blitz und Wettern, das Blatt fährt wie ein Schifflein auf dem Wein. Ein zartes Donnern drüben überm Fluss,
Das grüne Blatt, ich hole es aus dem Wein. Der schmeckt ein wenig bitter nur nach Nuss. Ein wenig Bitteres darf in allem sein. Im Wort des Freundes und im Liebeskuss, warum nicht auch im Wein? Der Autor des Gedichts ist Georg Britting, heute womöglich zu Recht weitgehend vergessen. Auch wenn mir Brittings Geschichte vom Brudermord im Altwasser aus dem Lesebuch der 7. und 8. Klasse unvergesslich ist, und zwar weniger wegen des Geschehens als wegen des Nichtssagens am Ende, hat mir der Lyriker Britting nichts zu sagen. Doch darum geht es hier nicht. Ich stieß auf dieses Gedicht in dem übersetzten Bericht eines iranischen Flüchtlings, eines jungen Journalisten, der über seine Erfahrungen im Iran und dann als inhaftierter Flüchtling in der Türkei schrieb. Er zitierte diese Zeilen, weil sie einer bestimmten Formulierung wegen, nämlich der Bitterkeit im Wein, zu einer Art Schibboleth mit politischem Beiklang unter Schriftstellern im Iran wurden. Das Gedicht findet sich in einer Anfang der 60er Jahre in Teheran erschienenen Anthologie deutscher Lyrik, übersetzt und herausgegeben von einer jungen Frau namens Farouk Farrokhzad. Von den vielleicht 3 Dutzend Dichtern darin kannte ich allenfalls 10, darunter nebenbei bemerkt auch Franz Bley, dem wiederum Thomas Kling ein wenig aus der Vergessenheit zurück ins deutschsprachige Bewusstsein verholfen hat. Brittings Gedicht vom Bitteren im Wein, auf Farsi jedenfalls, ist ein Irrgast par excellence, eingewandert und aufgenommen in ein kollektives literarisches Bewusstsein, ein Text, der seinen eigenen Kontext geschaffen hat, nach Jahrzehnten vertraut, eingegangen in die poetische Sprache, ohne das Fremdlinghafte verloren zu haben. Aber ist das Gedicht nicht immer ein Fremdling, ein vom poetischen Sonnengänger nach Klingschem Muster aus einem nur diesem zugänglichen Raum befördertes, gehobenes Geschöpf der Abersprachigkeit, das sozusagen von Natur aus unbeheimatet ist, ein Unterwanderungsgeschöpf in der Übersetzung mit seinem Paar aus Widertonworten versehen, die das Gedicht erweitern zum antiphonischen Fremdengespann, 2 sind stärker als einer? Dichtung geht einher mit Fremdheit, mit Rätsel, besteht aus labyrinthischen Texturen und Strukturen, unterirdischen Stollennetzen gleich, die sich ohne Umwege nicht erkunden lassen. Um die Fremde werden wir nicht herumkommen, wenn es um Gedichte geht, sei es als Vision oder als Version, wenn es darum geht, sich darauf einzulassen, was sie als Fremdlinge zu sagen haben und wenn wir ihnen zugestehen, dass dieses Was etwas zu sagen hat.